sehr hilfreich sein. Er hat dann in den 90ern eine schwere Kopfverletzung bei der Arbeiterin. Hat keine Medikamente gefunden, die dabei geholfen haben, außer schwere Opioide, die mehr negative Nebenwirkungen hatten, als das möglichst arbeitsfähig gemacht haben. Er hat herausgefunden, dass er dieses Kraut Cannabis Joint Oil braucht. Alles ein bisschen angenehmer war und das auf ein Level gebracht hat, in dem er funktionsfähig war. Er hat es seinem Arzt erzählt. Der Arzt hat gesagt, ja, er kann ihm natürlich nicht empfehlen, dieses Kraut zu rauchen, weil Rauchen in Medizin ist natürlich einfach nicht sinnvoll und zu empfehlen ist. Man hat ihn auf die Idee gebracht, Öl zu extrahieren. Ja. Das hat Rick Simpson gemacht mit Benzin, Grundbenzin. Dieses Öl der Moral eingenommen, siehe da, das hatte eine gleiche Wirkung. Der musste nicht seine Lunge dabei schädigen. Daraufhin hat Rick Simpson Krebs erkrankt, 2002. Hautkrebs wurde daraufhin operiert, im Auge wurde entlassen, austherapiert, hat praktisch von der Schulmedizin keine weiteren Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Und hat sich an die 70er erinnert, an seinen Cousin, an die Radioshow, hat gedacht, was habe ich zu verlieren, welche Option nehme ich, und hat sich dieses Cannabisöl auf die betroffenen Stellen getropft. Das sind alles Überlieferungen von Rick Simpson selbst, das unter dem Vorbehalt, da steht deswegen natürlich groß in der Kritik, berechtigterweise auch. Er gibt viel Anleitung an Unwissende, was wir heute alles ein bisschen beleuchten werden. Genau, Rick Simpson hat dann festgestellt, und das nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten, sondern innerhalb von 4 Tagen, dass die betroffenen Stellen nach dem Auftrag von dem Cannabisöl abgeheilt waren. Ja, es waren leichte Krusten zu sehen und es war deutlich abgeheilt. Er ist damit sofort zu seinem Arzt gerannt. Der hat es eben nicht geglaubt. Er hat noch mehrere Institutionen angerufen und versucht, das in den Medien auch bekannt zu machen. Das Interesse war medienseitig nicht da, bis Rick Simpson dann angefangen hat, dieses Öl zu verteilen. Er hat viele Kranke, und er hat sich wahrscheinlich selbst, die meisten Krebserkrankungen im Krankenkreis. Darauf hat sich Rick Simpson ein bisschen forciert, Krebserkrankungen, hat dieses Öl frei verfügbar in seiner Region verteilt, an Kranke, Alte, und hat einen wahnsinnigen Zulauf dadurch an Leuten bekommen. Die Regierung hat es insoweit geduldet, dass sie gesagt hat, dieses Öl zum medizinischen Gebrauch sei vollkommen legitim und haben wir gar keine Probleme damit. Das hat Rick Simpson genutzt. Er hat 16.000 Pflanzen angepflanzt, hat Öl hergestellt, umsonst. Er hat es umsonst an jeden weitergegeben. Er hat damit nie finanziell wirklich Geld verdient, zumindest nicht zum Nachteil der Patienten, das muss man ihm zugute halten. Er wurde dann allerdings gefasst. Die 16.000 Pflanzen wurden beschlagnahmt. Rick Simpson wurde nicht bestraft, aber die ganze Plantage wurde geschlossen. Somit waren einige Patienten stinksauer, weil sie keine Medizin mehr hatten, keine wirksame Medizin. Dann wurden auch die Medien darauf aufmerksam. Das hat dann natürlich weltweit ein bisschen für Furore gesorgt. Mehr in der Szene als wirklich groß. Rick Simpson hat daraufhin sich nicht gescheut, Social Media zu nutzen, eine Homepage zu machen, Videos bei YouTube hochzustellen, eine Facebook-Seite zu machen, die sehr gut gelaufen hat. Vor allem die Homepage Phoenix Tears ins Leben gerufen, die alle Informationen, wie er dieses Öl extrahiert hat, beinhaltet. Er gibt da detaillierte Anleitungen dazu, wie Menschen zu Hause mit gefährlichen Chemikalien ihre eigene Medizin herstellen sollen. Ich halte hier einen Vortrag über Rick Simpson, das soll aber nicht von vornherein den Eindruck vermitteln, für die, die vielleicht kurz aufs Klo gehen und es dann verpassen sollten, dass wir das hier promoten, was Rick Simpson macht. Wobei er auf jeden Fall auch vor dem Gefahrenwarnung. Rick Simpson hat ein Buch rausgebracht, in dem er seine ganzen Erfahrungen berichtet, die er mit seinen Patienten gemacht hat. Ein sehr wichtiges Buch, wie ich finde, sollte man gelesen haben. Man sollte allerdings auch wissen, wie man sich da zu Dingen berät, die nicht in der Lage.
Hause selbst machen sollte. Im Simpson hat es niedergeschrieben, die Menschen haben es gesehen, weltweit durch Internet und soziale Medien heute gar kein Problem mehr. Es sind weltweit Menschen aufgetaucht, die selbst davon berichtet haben, von Krebs geheilt worden zu sein, durch Cannabisöl, alles eigene Aussagen, die sie aber dann auch zuhauf mit Daten von den Ärzten zugrunde gelegt haben. Wir sehen jetzt gleich ein paar Bilder von einigen Bekannteren, die sich dann eben wie Rick Simpson auch dafür eingesetzt haben, weltweit das Cannabisöl als Medizin anerkannt wird. Und was wahrscheinlich auch viele hier interessiert, was ich einfach nur aus Interessensgründen kurz ein bisschen anschneiden möchte, wie dieses Öl dann hergestellt wird. Rick Simpson erklärt es sehr detailliert, neben der Anleitung, also führt die Leute dazu. Er sagt, das ist die einzig wahre Krebstherapie und was sollte man machen. Das ist sehr mit Abstand zu betrachten und sehr gefährlich. Dieses Öl wird nach Rick Simpson mit Benzin getränkt, mit Grundbenzin. Man kann es alternativ, wie er sagt, auch mit Isopropanol, Alkohol machen. Man tut circa, man kennt das von Schätzer, ziemlich hochprozentiges THC-Harz, nur kurz waschen. Rick Simpson Öl wäscht man ungefähr für 3 Minuten, vermischt das Material mit dem Alkohol, siebt es danach ab. Man sieht hier die Unterschiede, die allein schon der Temperaturunterschied macht. Wenn man eben bei gefrorenem Material oder bei warmem Material das Lösungsmittel hinzukippt, da sieht man schon mal, dass sehr, sehr viele Dinge zu berücksichtigen sind bei der Endqualität des Öls. Dieses Öl füllt Rick Simpson dann in einen Reiskocher, hat er als Methode entwickelt, da die Temperatur einigermaßen regelbar zu 100 Grad einfach läuft. 75 Grad schon die richtigen Terpene, wo später noch ein bisschen dazukommen werden, auch schon verdampfen. Das heißt, mit Pharma- oder Laborstandards hat das überhaupt gar nichts zu tun. Und es führt einfach dazu, dass Menschen zu Hause, und das ist für mich auch der Grund, warum ich hier stehe. Ich möchte vor diesen Gefahren warnen. Ich habe gesehen, wie viele Menschen in Deutschland das tun, auf der ganzen Welt es tun. Viele haben Ahnung und viele haben keine Ahnung. Ich habe Menschen getroffen, die dieses Öl, also den Alkohol, gekocht haben, auf einem Gasbrenner, auf einer offenen Flamme. Und dadurch sieht man einfach, das sollte niemand selbst zu Hause machen. Zudem weiß man in Deutschland sowieso nicht, aufgrund der rechtlichen Lage, welches Material man überhaupt verwendet, was zudem eine sehr wichtige Rolle spielt. Am letzten Öl sieht man eben, wie dann die letztendliche Konsistenz aussieht, wenn sie warm ist, eher etwas weicher, dann härter, wenn sie kalt ist, und lässt sich super dann auch in Kapseln füllen. Rick Simpson hat verbreitet die Methode, es rektal einzuführen, dann noch Sachen mitspielen, die das Heilen dann absprechen, dadurch, dass das THC nicht durch die Leber metabolisiert wird. Möchte ich auch genauer nicht drauf eingehen. Und so kann es eben aussehen, wenn man es falsch macht. Abgesehen davon, dass man keine Ahnung hat, was für eine Qualität am Ende vom Öl rauskommt, kann die ganze Küche abfackeln. Ja, es sind gefährliche Stoffe, mit denen man arbeitet. Und das sollte jedem bewusst sein. Und das sollte keine Privatperson, die keine fachliche Ausbildung hat, selbst zu Hause tun. Ja, also nochmal bitte einprägen, wenn nicht auf die dumme Idee kommen, das zu lesen. Das ist eine gute Idee, aber es nachzumachen nicht. Wir haben jetzt, haben vielleicht auch schon viele mitbekommen, es ist eine Art CBD-Heim. Ja? Heißt im Endeffekt nichts anderes als Rick Simpson Oil, als Öl aus CBD-Leichen nachfüllen. Wir haben bei der EU das Problem, dass wir eine ziemlich niedrige THC-Grenze der Pflanzen haben. Warum bei uns auch CBD Produkte auf dem Markt angeboten werden, die eben unter 0,2% THC haben und somit legal sind. Mit dem eigentlichen CBD-Öl aus den USA hat das nichts zu tun. CBD-reiche Pflanzen in den USA haben deutlich mehr THC enthalten. Der hohe CBD-Anteil eben schließt nicht automatisch den sehr, sehr niedrigen THC-Anteil aus. Es verhält sich aber antiproportional. Ja? Also man kann sagen, dass mehr THC, desto weniger.
Trotzdem sind der Ansicht, THC tötet Krebszellen und leitet die Zellapoptose ein. Mittlerweile geht die Wissenschaft in die Richtung, dass CBD doch etwas mehr ins Licht gerückt wird derzeit. Der Vorteil bei CBD ist, dass es kein High macht, das heißt eine Kindertherapie bei Epilepsie. Sehr interessant, und so wurde es auch eben in den USA bekannt bei Epilepsie-Kindern, die eine Kreuzung aus einer normalen Cannabispflanze mit hohem THC-Anteil und einer Industriehanfpflanze mit niedrigem THC und hohem CBD-Anteil gekreuzt wurde. Rauskam eine Pflanze mit einem deutlich niedrigeren THC als CBD-Anteil. Somit konnten Kinder behandelt werden, ohne den negativen High-Effekte des THCs zu erwarten. So kann man den Beginn eigentlich des CBD-Hypes auch ein bisschen erklären. Dadurch, dass es aber keine Beschränkungen für dieses CBD gibt und von heute auf morgen praktisch eine Substanz, ein Molekül in den Punkt gerückt ist, dessen wissenschaftliche Erkenntnisse wohl noch weiter reichen werden als THC, gibt es natürlich auch viele schwarze Schafe auf dem Markt. Wir haben keinen kontrollierten Anbau von Hanf, außer dass er kein THC hat, jetzt in Europa. In den USA gibt es eben so keine Reglementierung mittlerweile in den USA. Man sieht hier in den USA ganz große Schlagzeilen, CBD-Anbieter, weil es keine Reglementierung gibt, weil es nicht als Arzneimittelstoff bisher zugelassen ist, auch in der EU. Es passiert gerade einiges, wir warten darauf, was passiert, aber solange es nicht mal als Food GMP zugelassen ist, oder als Lebensmittelstoff, haben wir keine Qualitätsstandards, es kann keine prüfen, ob wenn da 20% CBD draufsteht, wirklich 20% drin sind. Wo sind denn die Fälle? Meist in den wenigsten Fällen ist es der Fall. Wir haben hier ein Zitat von meinem Kollegen Mögens, der später noch sprechen wird, dass viele von diesen vermeintlichen Extrakten noch nicht einmal die einfachsten Qualitätsstandards einhalten können, um das dann den schwerstkranken Patienten zu verteilen, halte ich in Teilen für ein bisschen kriminell. Ich schließe mich dem an und würde das bisschen kriminell das bisschen dann streichen. Es ist kriminell, weil Patienten ankommen und die Preise auch zeigen, dass es zu sehr teuren, überteuerten Preisen zum Teil hergegeben wird, weil die Patienten verzweifelt sind. Davon möchte ich auch ein bisschen warnen, davon möchte ich auch ein bisschen hauptsächlich den Gesetzgeber aufwenden und sagen, der Gesetzgeber ist an der Schuld. Wir können nichts auf die Pharma oder irgendjemand anderes schicken, der Gesetzgeber ist schuld und wir können den Gesetzgeber bestimmen. Also wir haben das Gesetzgeber. Ich möchte kurz noch auf die Unterschiede von Extrakten und Konzentraten eingehen. Die Extrakte, sprich ich meine Vollextrakte aus der ganzen Pflanze, sind nicht gleich unbedingt Konzentrate umgekehrt. Nicht jedes Konzentrat ist ein Extrakt. Es gibt Konzentrate, die reinen THC werden von rein theoretisch der 99% des THC und immer wieder 0 auf dem Konzentrat, aber kein Vollextrakt. Auf eingehen, dass Konzentrate nicht immer auf das volle Pflanzenspektrum enthalten werden, Terpene und Duftstoffe, die ebenfalls sehr wichtig zu schauen sind. Wir haben in Deutschland Monatenbuch in der Apotheke, was mittlerweile auch unser Dilux zusammen für 10.000 Patienten in Deutschland zugelassen ist. Das ist die andere, keine andere Bezeichnung, eine andere Bezeichnung für THC. Gibt es in der Apotheke, kann von jedem Arzt verschrieben werden, in den wenigsten Fällen, dass man von Krankenkassen zahlt. Von 250 Milligramm ca. 2 bis 2,30 Euro aus der eigenen Tasche. Das ist ganz schön viel, wenn man so 2 Flaschen im Monat braucht, eigentlich für den Patienten nicht zu bewerkstelligen. Bei Krebspatienten und Schmerzpatienten aus Therapie gibt es allerdings sehr gut die Möglichkeit, dass es auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Sativex ist das einzigste Fertigmedikament. Cannabinol ist nur eine Substanz, die bestellt werden kann. Sativex ist das einzige Cannabis-Fertigmedikament. Das enthält CBD und THC, zu etwa gleichen Teilen, 1:1, und wird hauptsächlich bei Spastiken bezahlt von der Krankenkasse und verschrieben.
es möglich, aber ein Privatrezept oder ein Kassenrezept zu schreiben vom Arzt an die Apotheke. Und die Apotheke kann ganz einfach dann aus der Rezeptur Arznei ein Arznei für den Patienten passend machen. Ja? Das heißt, der Arzt bestimmt genau die Dosierung an THC und CBD, was rein soll an diese Kapseln beispielsweise. Arznei als Rezept schreiben. Die Apotheke ist dann verpflichtet, danach zu schauen, dass die Arzneimittel kontrollierte Rohstoffe besorgt. Mittlerweile gibt es GMP-zertifizierte Anbieter, vor allem aus der Schweiz, die Rohstoffe liefern von natürlichen Vollextrakten. Leider, und da möchte ich auch die Ärzte, die Patienten mal ein bisschen aufklären, weil man natürlich auch ein Verständnis für die Ärzte haben muss, die diese ganze Information zu greifen. Einfach nur Unternehmen, die profitorientiert sind. Wenn ein Unternehmen kein Patent für ein
so viele Leute da waren, das hat mich sehr gut gefreut. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mal Welt zeigen, der noch vielleicht nicht so einen Einblick bekommen hat. Ich wollte ein bisschen Verständnis aufbringen für die Pharma und für die Ärzte, die wissen nicht immer warum, die haben eine Menge andere Sachen zu tun. Pharma ist eine Firma, die wahrscheinlich mehr den finanziellen Aspekt im Vordergrund hat. Und das dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Theoretisch jeder Arzt verschreiben kann. Die Erfahrung zeigt, dass es natürlich nicht
die haben da keine Ahnung. Und das Problem ist, wie gesagt, für eine richtige Therapie müssen ein bis zwei Fläschchen im Monat. Das sind bis 500 Euro. Wenn der Arzt nachher von der Krankenkasse das nicht ordentlich bewerkstelligen kann, dann muss der Arzt das selber zahlen und hat dafür belangt. Und wenn er das jetzt für ein paar Patienten, ein paar Monate macht, ich lasse mich nicht nur festnageln, ich glaube auf ein, zwei Jahre, dass die Kasse das Geld vom Arzt zurückfordert, dann kostet das schnell mal eine Existenz. Das lässt man lieber die Finger davon. Yeah.
diese Butter gekriegt.